Hast du gerade deinen ersten 3D-Drucker gekauft oder ihn vielleicht sogar geschenkt bekommen und fragst dich jetzt, wie soll ich mit dem Hobby überhaupt starten? Also, welches Material wähle ich aus? Wo bekomme ich die 3D-Druckdateien wie diese Banshee oder diesen Geschenkpapierschneider her? Und was mache ich, wenn der Druck mal nicht so wird, wie er soll? Dann bist du in diesem Video genau richtig und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de. Und ich kann dich beruhigen, mach dir keine Sorgen. Selbst ich habe da mal so angefangen und das geht jedem so am Anfang, dass man erstmal nicht weiß, wohin und wo macht man weiter. Mittlerweile wird es aber ziemlich einfach und ziemlich gut, muss ich sagen. Gerade mit diesen neuen Druckern wie hier dem Creality K1 kommen natürlich auch viele neue Leute ins Hobby rein, die mit einem 3D-Druck erstmal noch gar keine Berührungspunkte haben und auch noch nicht diese Erfahrung mit dem, ich baue mir meinen 3D-Drucker selbst haben. Von daher ist das für die Leute meistens ein bisschen schwieriger. Aber es ist nicht so wild, wie man sich's vorstellt. Und wir fangen erst einmal an mit dem Material. Wie du hier siehst, haben wir schon mal vom Material her nicht nur verschiedene Farben, sondern es sind auch alles unterschiedliche Materialien. Wir haben hier oben zum Beispiel mal ein PLA, das ist ein Polylactit-Acid. Das ist, brauche ich erstmal nicht zu interessieren, was das jetzt chemisch bedeutet. Im Prinzip ist es Milchsäure und relativ einfach zu verarbeiten. Hier unten drunter haben wir ein Silky-PLA, ist auch einfach zu drucken. Man muss nur ein paar andere Settings entsprechend berücksichtigen. Dann haben wir hier nochmal ein PETG. Was nochmal ein bisschen robuster ist wie ein PLA und hier unten nochmal ein ASA. Wenn du jetzt aber Eigenschaften wie zum Beispiel UV-Beständigkeit nicht brauchst und du gerne eine größere Farbpalette hättest, dann kann ich dir empfehlen, mal bei ABS nachzuschauen. Du siehst, da gibt es schon mal ein bisschen mehr Farben. Allerdings fangen wir jetzt erstmal an mit PLA, das ist Polylactit-Acid. Brauchst du jetzt nicht unbedingt zu merken, wichtig ist PLA, das ist eigentlich so das Material für die Einsteiger und reicht auch eigentlich, würde ich mal behaupten, für 90% der Fälle, was du drucken wirst, aus. 90% der Sachen, die ich hier drucke, auch hier zum Beispiel hier die TARDIS und andere Sachen wie eine Ironman-Figur oder auch Helme, drucke ich eigentlich immer in PLA. Ganz einfach, weil es günstig ist, es ist überall zu kriegen, es gibt eine große Farbvielfalt. Und es ist einfach zu drucken. Das heißt also, du brauchst keinen geschlossenen Bauraum und kannst damit auch größere Objekte, ohne dir einen Kopf zu machen, drucken. Drucken tut man das Material bei ca. 190 bis 215 Grad mit einer Druckbetttemperatur von ca. 60 Grad. Wo es dann ein bisschen tricky wird, ist, wenn man eine Hitzebeständigkeit haben möchte. Denn das Material ist bei 60 bis 70 Grad maximal wirklich belastbar. Das heißt also, alles, was über 60 Grad ist, macht das Ganze die Biege. Bedeutet also, ins Auto oder sowas in Richtung würde ich das Ganze nicht packen. Gerade wenn da im Sommer viel Hitze entsteht, kann dein Druckteil sich dann schon mal verbiegen. Also eine Handyhalterung oder ein Becherhalter oder irgendwas in der Richtung würde ich damit jetzt nicht unbedingt drucken, weil das kann dir natürlich im Sommer die Biege machen. Das gleiche gilt für die sogenannten Silky PLAs oder hier jetzt zum Beispiel das High Gloss von Form Futura. Da ist im Prinzip das gleiche angesagt. Man hat eine Hitzebeständigkeit von ungefähr 60 bis 70 Grad. Allerdings druckt sich das Material, wie man jetzt hier auf der Verpackung sieht, auch von 215 bis 245 Grad. Einfach weil es ein Silky ist. Das nehme ich auch immer so für meine Silky-Materialien als Faustregel. Ich drucke das eigentlich immer 10 bis 20 Grad heißer als ein normales PLA. Einfach, damit ich da auf Nummer sicher gehen kann. Das Druckbett bleibt auch bei 60 Grad. Dafür gibt es dann entsprechend coole Farben, die auch so ein bisschen einen seidigen Schimmer haben. Ist also, wenn man irgendwas hat, was man jetzt gerade so ein bisschen, naja, als optisches Highlight drucken möchte, dann ist das natürlich auch eine geniale Idee. Gehen wir mal weiter zu PETG und da steigern wir uns dann schon mal ein bisschen von der, naja, Wärmeleistung, von der Hitzebeständigkeit hier schon mal zwischen 70 und 90 Grad. Und drucken tut man das Ganze ungefähr bei 235 bis 245 Grad mit 70 bis 80 Grad Betttemperatur. Das ist so das, was ich immer so als Faustregel irgendwie benutze. Klar, das kann immer ein bisschen schwanken, je nach Hersteller, je nach Zusammensetzung, was die Hersteller dort entsprechend anwenden. Aber insgesamt lässt es sich fast so einfach drucken wie PLA. Ist natürlich ein bisschen beständiger und findet dann auch schon mal in 3D-Druckern Einsatz. Zum Beispiel der Prusa, egal ob MK3, Mini oder MK4, den ich da hinten stehen habe. Die orangenen Teile sind ausschließlich aus PETG gedruckt, wobei dann auch die schwarzen Teile zum Teil aus ABS bzw. ASA gedruckt sind. Gehen wir dann mal weiter zum letzten Filament hier unten in der Reihe. Das ist ASA. Das ist Acrylnitril-Butadien-Acrylat. Das heißt also, das ist im Prinzip fast das gleiche wie ABS, nur mit dem Unterschied, dass es nochmal ein bisschen tougher ist, auch von den Temperaturen her, sich genauso drucken lässt, aber halt eine gewisse UV-Beständigkeit hat.
Dafür gibt es das Material dann nicht unbedingt in allen Farben. Es hat sich in der Hinsicht noch nicht so wirklich durchgesetzt. Es gab vor kurzem mal so ein bisschen einen Hype, wo es gießen hat, ey, ich möchte meine Voron-Teile, das ist ein 3D-Drucker, ich möchte meine Voron-Teile unbedingt in ASA drucken. Das hat aber relativ schnell wieder abgeflacht, soweit ich das mitbekommen habe. Insgesamt muss ich sagen, mag ich für meine Druckteile oder für meine Druckerteile ASA schon ziemlich gerne, aber mir reicht auch vollkommen ABS aus. Ich weiß, es gibt so ein paar Fans unter euch, die sagen, ey, das ist viel ungiftiger und stinkt nicht so viel, aber das Wichtige ist halt erstmal das Styrol, das da drin ist, also das, was ihr auch als Monomer kennt für eure Hausdämmung, Styropor. Das ist hier nicht enthalten. Das heißt also, diese Materialien reagieren ein gutes Stück spröder als jetzt ABS oder ASA. Das hat aber im Prinzip gar keine Auswirkung auf euch, wenn ihr sowas wie das hier druckt. Ihr merkt schon, das ist recht stabil. Da braucht ihr euch auch gar keine Gedanken zu machen. Auch Helme oder sowas in Richtung sind recht stabil. Und zur Not kann man die auch noch mal ein bisschen verstärken. Kommen wir mal dazu, was man drucken kann. Oder wo ihr die Dateien überhaupt herbekommt. Ihr seht, ich habe jetzt hier schon mal eine Banshee. Da packe ich euch auch ein paar Links zu ein paar Plattformen unten in die Videobeschreibung. Die Banshee ist erstmal so ein 3D-Testobjekt. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Und das hier ist ein Objekt, was ich auf Printables gefunden habe. Das ist somit meine Lieblingsplattform, die es momentan gibt. Wenn ihr jetzt ein Creality K1 habt, da gibt es natürlich auch eine entsprechende Plattform, wo ihr Daten laden könnt. Bambolab hat sowas. Thingiverse gibt es nochmal von MakerBot. Und dann gibt es nochmal Kyle 3D und jede Menge andere Plattformen, die zum Teil frei, aber auch kostenpflichtig sind. Wie gesagt, ich packe euch mal einen Link zu den Plattformen, die ich gewöhnlich nutze, einfach unten in die Videobeschreibung. Dort könnt ihr meistens die Dateien kostenlos herunterladen. Und bei einigen Plattformen gibt es auch Dateien, wo ihr das Ganze bezahlen müsst, damit ihr es runterladen und drucken könnt. Aber dann habt ihr meistens, wenn ihr das runtergeladen habt, sozusagen eine lebenslange Lizenz. Ausgenommen, es gibt solche Seiten wie zum Beispiel so ein Abo-Modell, dann müsst ihr erstmal das Ganze abonnieren, könnt die Dateien dann runterladen und die dann so oft drucken, wie ihr wollt. Da gibt es dann auch Seiten wie STLFlix, wo ich erst kürzlich ein Video gemacht habe, das findet ihr hier oben, die an sich ein Abo-Modell anbieten. Die haben auch mal ein Lifetime-Modell gehabt, wo man dann einmal bezahlen konnte fürs ganze Leben lang und dann wöchentlich die Updates bekommt. Das bieten die aber mittlerweile nicht mehr an, leider Gottes. Aber ich muss sagen, das ist auch ganz cool, weil man dort schöne Modelle findet, die man sonst nirgends findet. Kommen wir mal zur Banshee hier vorne. Und da muss ich sagen, das ist so ein Testobjekt, das ist höchstwahrscheinlich auch auf eurem Drucker, auf der SD-Karte oder schon auf dem Drucker, auf der Festplatte mit drauf gewesen, wenn ihr den ausgepackt und aufgebaut habt. Das ist quasi das Standard-Testobjekt, um zu testen, wie gut der Drucker druckt. Die hier sieht jetzt nicht ganz so gut aus. Ich blende euch nochmal ein bisschen Zwischensequenzen ein, wo die Banshee nochmal deutlich besser aussieht. Das ist das Standardmodell, was auf diesem Drucker war. Hier teste ich halt gerade neues ABS-Material auf einem Drucker, den ich sowieso schon mal nochmal in die Wartung sozusagen geben muss, weil er jetzt schon seit ein paar Jahren, seit der Pandemie gedruckt hat und nie wirklich gepflegt worden ist. Deswegen seht es mir nach, wenn der jetzt nicht ganz so schön ist hier, die Banshee. Aber insgesamt muss ich sagen, ist die schon ganz ordentlich rausgekommen. Es gibt so ein paar kleine Artefakte, aber im Grunde genommen kann man sagen, man hat unterschiedliche Messpunkte, wie man jetzt zum Beispiel die Qualität messen kann. Zum einen hat man hier unten auf der Unterseite einen Schriftzug, und zwar die 3D Banshee. Dann hat man hier auf der Rückseite ein kleines Loch, wo man sehen kann, ob denn die Proportionen richtig stimmen. Man hat hier einen kleinen Bogen hier oben, wo man auch Überhänge testen kann. Man hat ein kleines Steuerrad hier innen drin, wo man Details testen kann, auch mit Überhängen, die nicht supported sind. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und man hat natürlich auch hier die einzelnen Abstufungen hier auf dem Dach und alles auf den Schornstein, ob denn da alles auch ordentlich ist und sich da nichts verzieht, weil gerade so kleine Teile hier oben, da kann es natürlich sein, wenn der Drucker zu schnell druckt und dann gerade am Ende ist und diese Layer zu schnell druckt, dass das Ganze dann so ein bisschen, sich verzieht oder verformt, das sieht nicht schön aus. Habe ich früher auf meinen ersten Druckern auch gehabt, dann habe ich mich gewundert, wie ich das einstellen soll. Ist ganz einfach. Ich packe euch auch mal unten in die Videobeschreibung einen Link zu einem Troubleshooting-Guide von Simplify 3D. Ist eine ganz coole Seite. Da braucht ihr jetzt nicht unbedingt den Slicer kaufen, aber ich kann euch die Seite empfehlen, weil da findet ihr schon mal ziemlich viele Fehler, die ihr dann entsprechend beheben könnt, wo auch geschrieben wird, hey, macht das, damit der Fehler weggeht. Inzwischen gibt es unter den 3D-Druckerbesitzern auch regelrechte Battles, das ist die sogenannte Speedboat Challenge. Da versucht man unter gewissen Reglements so schnell wie möglich so eine Banshee zu drucken. Da bin ich natürlich mit meinem Prusa Mini noch weit davon entfernt, den muss ich erstmal noch mal ein bisschen Liebe gönnen. Mein K1 oder der MK4 sind noch am ehesten prädestiniert, damit zu halten. Aber machen wir erstmal weiter mit einem wichtigen Thema, nämlich Troubleshooting.
Was macht ihr, wenn euer Druck entweder von der Druckplatte sich löst oder hier oben die obersten Schichten nicht ganz voll sind, also wenn so kleine Löcher drin sind, euer Extruder knackt oder vielleicht entsprechend irgendwas anderes an Federn auftritt? Da kann man natürlich erstmal lange an Federn suchen, weil das sind komplexe Maschinen. Und da empfehle ich euch als erstes, wie eben schon erwähnt, den Troubleshooting Guide oder den Print Quality Guide von Simplify3D. Der ist schon ganz gut, der deckt schon ziemlich viele Probleme ab, aber als erstes sollte man sich überlegen, woran könnte es denn wirklich liegen? Und aus meiner Erfahrung raus liegt der Fehler meistens 40 cm vom Drucker bzw. vom Computer. Das heißt also, überlegt nochmal, habt ihr das Objekt richtig ausgerichtet? Habt ihr vielleicht irgendwo vergessen, Support anzubringen? Hier unten zum Beispiel mal die Schublade, da löst sich zum Beispiel mal ein bisschen das Material vom Griff, ganz einfach, weil ich vergessen habe, da Support anzubringen. Hier könnte man sagen, okay, das ist nicht ganz schön geworden, weil zum Beispiel mal die Settings nicht richtig gepasst haben. Also ich habe zu viel Material durch die Düse versucht zu pumpen, also den Flowrate nicht richtig angepasst. Es gibt aber auch Sachen, dass man zum Beispiel einen Rim braucht, also einen Kranz, der sozusagen um das Druckobjekt nochmal gedruckt wird, um die Auflagefläche von dem Druckobjekt auf der Druckplatte zu erhöhen, um dort entsprechend mehr Haftung zu generieren. Es kann aber auch einfach sein, dass ihr mit euren Fingern auf die Druckplatte getatscht habt. Das ist natürlich auch schon eine Federquelle. Das heißt also, wenn ihr sowas habt, ein bisschen Isopropanol nehmen oder mit Seifenlauge eure Druckbetten nochmal vor dem Druck abwischen, um sicherzugehen, dass da zum Beispiel mal die Haftung auf dem Druckbett gut ist. Das ist quasi Fehlerquelle Nummer 1, auch bei mir. Wenn ich sehe, dass ein Druck sich von der Druckplatte löst, schnappe ich mir als erstes mal eine Sprühflasche mit Isopropanol und wische damit mal entsprechend das Druckbett ab. Das hilft meistens schon und dann gehe ich weiter und versuche andere Federquellen zu identifizieren, zum Beispiel Drucksettings oder aber auch den Drucker selbst, wenn ich sehe, okay, die Düse ist verstopft, ich habe vielleicht zu nah rangelevelt oder. Da gibt es einige Probleme und wenn ihr Fragen habt und nicht weiter wisst, könnt ihr auch gerne bei uns unten im Discord, ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung, könnt ihr gerne Fragen stellen. Da gibt es ein extra Forum dafür, wo ihr dann einzelne Themenbereiche aufmachen könnt und dann könnt ihr eure Fragen dort stellen und wir versuchen, die so schnell wie möglich zu beantworten. Das war jetzt erstmal meine grobe Starthilfe für euch, wenn ihr jetzt gerade zu Weihnachten vielleicht einen neuen 3D-Drucker bekommen habt. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr solche Videos gerne öfters sehen wollt, dann abonniert doch bitte den Kanal. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank an meinen Sponsor und auch vielen lieben Dank an meine Patreonen. Und damit, haut uns allein, happy printing und ciao.